Moin Fußballfreunde zu Q&A Nummer 2. Mein Name ist immer noch Fabian und auf diesem Kanal geht's um Fußball und Barbecue-Soßen. Ja, ihr habt im Community-Tab wieder fleißig Fragen gestellt und ich habe mir einige rausgesucht, die ich heute beantworten werde. Und bevor wir hier jetzt noch länger rumdaddeln als der HSV in Liga 2, hätte ich gesagt, legen wir einfach los. Dominik Melzer fragt, was wäre deine Traumbundesliga, also wenn du es aussuchen könntest, natürlich Schalke, aber da fehlen ja noch 17 Clubs. Welche würdest du aus der Liga schmeißen und wen dafür reinholen? Spannende Frage, natürlich, also Schalke wäre auf jeden Fall bei mir in der Bundesliga gesetzt, auch wenn die zweite Liga momentan zumindest echt Bock macht, außer man verliert wieder ganz spät gegen Heidenheim. Aber gut, ich habe es mir aufgeschrieben, welche Clubs ich tauschen würde. Und aus der aktuellen Bundesliga würde ich rausschmeißen Fürth, Bielefeld, Hoffenheim, Leipzig und Wolfsburg. Den Rest kann man wirklich so lassen. Und statt diesen Vereinen würde ich einfach ein paar Traditionsclubs wieder raufholen. Nürnberg natürlich, den Club Werder Bremen, den HSV, also wirklich alle Vereine, die einfach meines Erachtens in die Bundesliga gehören. Und Kaiserslautern und 1860 München. Auch wenn wir gerade gegen 1860 München im Pokal verloren haben. Wir haben schon wieder wirklich viel verloren, gell? Aber ich finde, das wäre einfach geil, wieder ein München-Derby in der Bundesliga zu haben. Also eigentlich müsste man für meine Traum-Bundesliga gar nicht so viel ändern. Die Frage ist, ob das jemals wieder so aussehen wird. Ich denke vermutlich eher nicht. Fenerbahce 1907 fragt, deine Meinung zu der WM 2022 in Katar, dass es mitten in der Saison stattfinden wird und dein Favorit auf den WM-Titel. Fangen wir mit den Favoriten an. Meiner Meinung nach auch hier die üblichen Verdächtigen. Frankreich, weil Frankreich mit diesem Kader immer Favorit sein muss. Italien vor allem, also mit der ungeschlagenen Serie, aber auch vielleicht nochmal die Belgier oder die Spanier, warum denn nicht? Und von Südamerika, klar, Brasilien oder vielleicht auch nochmal Argentinien. Die haben eigentlich eine ganz solide Truppe beieinander. Und es wäre doch irgendwie auch cool, wenn Messi jetzt auf die alten Tage nach der Copa auch noch die WM gewinnen würde. Zu der WM an sich, ja, ist eine tolle Sache, oder? Eine WM im Winter, Glühwein, super. Die Spieler spielen dort bei 40 Grad, weil im Sommer könnten sie eh nicht in Katar spielen. Da muss man ja im Winter spielen, weil sonst hätte es dort 80 Grad. Und ich glaube ja, in Katar, da war der Fußball ja auch schon ziemlich bekannt davor. Also man musste ja nicht alle Stadien erst neu bauen und hatte ganz, ganz schlechte Arbeitsverhältnisse dort. Oder es wären viele Menschen bei den Bauarbeiten für die Stadien gestorben. Nee, so war das gar nicht. Also Katar, das ist wirklich ein Land, das sportlich eine WM verdient hat. Also da steht überhaupt nichts zur Debatte. Und ganz ehrlich, wer hat schon Bock auf eine WM in einem fußballverrückten Land wie zum Beispiel Brasilien 2014? Da war ja sogar echte Stimmung im Stadion. Das braucht doch kein Mensch, vor allem mit Corona. Nee, das lassen wir mal. Lieber mit leeren Stadien spielen, da müssen wir uns in Katar auch keine Sorgen machen, ne? Da kommt ja eh keiner hin. Und außerdem, ist doch super. Dann gehen wir zum Public Viewing einfach auf den Weihnachtsmarkt. Omas Kekse gibt's dieses Jahr einfach in Fußballform. Was gibt's denn Besseres? Nein, aber Spaß beiseite. Die WM im Winter ist Schwachsinn. Es zerreißt komplett den Spielplan der Bundesliga, der Premier League und von jeder anderen Liga. Jede Liga hat einfach von Dezember bis Januar mehr als 2 Monate Pause. Also, ja. Knacksmonkey fragt, übertrieben wilder Name, by the way. Wer wird diese Saison die Champions League holen? Ja, wer wird die Champions League holen? Ich tippe da eigentlich auf die üblichen Kandidaten. Also Chelsea, Bayern, Manchester City, Paris, irgendwer von denen wird's machen. Und ich persönlich glaube, gut, das habe ich auch letztes Jahr gesagt, dass Manchester City dieses Jahr den Titel holen wird. Klar, Pep hat sich in der Vergangenheit des Öfteren mal vercoacht, wenn es um die wichtigen K.O.-Spiele gegangen ist. Aber City hat einfach so einen guten Kader. Und Pep im letzten Vertragsjahr, es wird doch irgendwie passen, wenn ihm jetzt noch der Champions-League-Sieg gelingen würde. Also mein Tipp, Manchester City. Aber wenn ich sage Manchester City, dann könnt ihr euch sicher sein, wird's nicht Manchester City. Jimmy7 fragt, wer sollte deiner Meinung nach den Ballon d'Or holen? Frage ernst beantworten bitte. Burgstaller, Terodde, Goffwaite zählen nicht. Hammer Videos,
Grüße aus Indien. Ja, liebe Grüße zurück nach Indien. Ich glaube, du hast etwas besseres Wetter als wir hier aktuell. Aber gut, darum soll es ja nicht gehen. Und keine Sorge, ich beantworte die Frage auch ernst. Burgstaller, Terodde und Gothwaite, die sind sowieso nicht von dieser Welt. Die kann man mit gar keinem Award hier würdigen. Für den Ballon d'Or kommen meiner Meinung nach dieses Jahr drei Spieler in Frage. Karim Benzema, Robert Lewandowski und Lionel Messi. Fangen wir mit Benzema an. Der, glaube ich, hat da nur Außenseiterchancen. Der carried Real eigentlich seit dem Ronaldo-Abgang und man sieht, glaube ich, jetzt mittlerweile, was für ein unfassbar guter Fußballer das ist. Der stand einfach so lange im Schatten von CR7, aber seitdem der weg ist, blüht Benzema bei Real richtig auf und wird gefühlt von Jahr zu Jahr besser. Ich glaube aber, dass es für den Ballon d'Or nicht reicht, da eben die Konkurrenz auch extrem gut ist. Robert Lewandowski zum Beispiel, letztes Jahr den Rekord von Gerd Müller geknackt mit 41 Bundesliga-Toren in 29 Spielen. Das ist geisteskrank. Ich habe mir die Zahlen von Messi und Lewandowski rausgesucht. Lewandowski hat letztes Jahr 48 Tore und 9 Assists erzielt. Das sind Wahnsinnswerte. Und Lewandowski, so ehrlich muss man sein, spielt jetzt seit 2 oder 3 Jahren auf diesem Niveau und hätte sich den Ballon d'Or, meiner Meinung nach, auf jeden Fall verdient. Ich persönlich würde den Titel aber doch Lionel Messi geben. Der hat immerhin noch 38 Tore und 14 Assists zu Buche stehen. Für Messi eine, ja, muss man schon fast sagen, unterdurchschnittliche Saison. Und ich glaube, das könnte ihm auch auf den Kopf fallen, denn Messi hat sein Niveau so weit nach oben geschraubt, dass bei dieser Saison eigentlich jeder denkt, ja, Messi, der hat seine beste Zeit hinter sich. Aber vor allem, wenn man bedenkt, wie schlecht diese Barca-Mannschaft war, das sieht man ja jetzt, glaube ich, relativ eindeutig. Und die Tatsache, dass Messi ja nicht nur fürs Toreschießen zuständig ist, sondern eigentlich der kreative Kopf von Barcelona und auch von der argentinischen Nationalmannschaft beim Sieg der Copa America war, dann muss ich sagen, hat er für mich ein kleines bisschen die Nase vor Lewandowski. Aber ich denke, es wird einer von den beiden werden und verdient haben sich's letzten Endes beide. Und auch auf der geleakten Shortlist vor ein paar Tagen ist das Ganze ähnlich. Benzema auf der 3, Messi auf der 2 und demnach bekommt Lewandowski dieses Jahr den Ballon d'Or. Das Einzige, was ich absolut nicht verstehen kann, ist, was Jorginho da auf Platz 5 zu suchen hat und wie Leute sich ernsthaft hinstellen können und verlangen, dass Jorginho den Ballon d'Or bekommen soll. Klar, der hat eine gute Saison gespielt, ist mit Italien Europameister geworden und hat beim Champions-League-Sieger Italien gespielt, aber von der individuellen Leistung war er gut, keine Frage. Aber doch nicht Weltklasse oder so überragend, dass keiner auf der Welt besser war. Und genau dafür ist ja der Ballon d'Or. Und ganz ehrlich, wenn man Jorginho einen Ballon d'Or gibt, dann hätte man Sergio Busquets auch schon Minimum 3 oder 4 von diesen Goldbällen verleihen müssen. Also verstehe ich überhaupt nicht. Neo Becker fragt, Q&A Quickfire, Lukaku oder Haaland? Haaland. Havertz oder Foden? Schwierig. Foden. Musiala oder Wirtz? Beide. Pogba oder De Bruyne? Eindeutig Pogba. Prime Ribéry versus Prime Robben. Mein Bauchgefühl sagt mir Prime Robben. Sabitzer oder Forsberg? Sabitzer. Muss ich fast als Österreicher sagen. Und denkst du, dass Frankfurt in den Abstiegskampf rutschen könnte? Also, ich denke nicht, dass Frankfurt in den Abstiegskampf rutschen könnte. Die sind ja schon mittendrin. Ganz ehrlich, wenn du nach 10 Spieltagen 9 Punkte hast und punktgleich mit Augsburg auf dem Relegationsplatz stehst, dann bist du im Abstiegskampf. Natürlich ist nicht alles schlecht. Das Gute zum Beispiel, man hat nur 3-mal verloren. Das ist gleich oft wie Mainz und die stehen auf Platz 5. Aber man kann einfach die Spiele nicht gewinnen. Man spielt immer unentschieden gefühlt. Wirklich gefunden hat sich die Mannschaft noch nicht. Und der Abgang von André Silva, wo die einfach, ich glaube, 28 Saisontore letztes Jahr abgehen, den konnte man einfach überhaupt nicht kompensieren. Bislang zumindest. Also ich sag ganz klar, aufpassen Frankfurt. Da in den Abstiegskampf reinzugeraten, das geht schneller als man denkt. Und aus diesem Negativstrudel wieder rauszukommen, schwierig. Besser erst gar nicht reinkommen. Das Potenzial ist in dem Kader auf jeden Fall da.
dass man im gesicherten Mittelfeld landet. Manu M. fragt, wenn du deine eigene Mannschaft erstellen könntest, wer würde dann da drin sein? Die Frage ist jetzt, Spieler, die noch aktiv spielen oder die ihre Karriere schon beendet haben? Ich bin jetzt einfach mal so, dass ich das mache mit Spielern, die schon aufgehört haben oder beziehungsweise knapp vor dem Karriereende stehen. Wenn ihr wollt, dass ich es beim nächsten Mal vielleicht mit aktiven Spielern mache, dann lasst es mich einfach im nächsten Q&A wissen. Wir spielen heute im 4-3-3 und fangen im Tor an. Da habe ich mir aufgeschrieben, Oliver Kahn ist mein absoluter Lieblingstorwart of all time. Habe damals auch 2 oder 3 Bayern-Trikots von Oliver Kahn gehabt. Also ich war als Kind riesiger Oliver Kahn-Fan und ja, habe auch im Tor gespielt, eben weil ich Oliver Kahn so gefeiert habe. Sag ja Eier, wir brauchen Eier. Linksverteidiger Roberto Carlos. Muss ich nicht mehr sagen, oder? In der Innenverteidigung spielen neben ihm Sergio Ramos und Carles Puyol. Und ja, viel Spaß als Stürmer, wenn du da vorbei willst, denn das sind zwei so unfassbare Tiere. Das wird knackig. Rechts hinten haben wir die argentinische Legende schlechthin, Javier Zanetti. Der hat, glaube ich, bis vor 3, 4, 5 Jahren noch gespielt, bis er knapp 40 war. Also Zanetti, das ist so ein Spieler, den kann man, glaube ich, gar nicht mögen. Im Mittelfeld wird es dann, muss ich zugeben, etwas langweilig. Denn da spielen wir mit Xavi, Iniesta und im offensiven Mittelfeld mit Cesc Fabregas. Warum? Xavi und Iniesta sind, glaube ich, selbsterklärend. Das sind einfach zwei der besten Achter der Fußballgeschichte. Und Fabregas ist einfach einer meiner Lieblingsspieler. Das muss man sich mal vorstellen. Der hat mit 16 Jahren bei Arsenal Stamm gespielt. Und ich glaube, er wurde sogar mit 17 oder was mal Kapitän. Also Fabregas, der ist schon ewig dabei. Der ist jetzt 34 und ist schon 18 Jahre Profi. Das ist mehr als sein halbes Leben. Wahnsinn. Und dann fehlt eigentlich nur noch der Angriff. Und der ist interessant. Den hätte ich gern mal so auf dem Platz gesehen. Rechts vorne Jefferson-Verfahren. Ist jetzt sicherlich nicht ein weltbekannter Spieler oder einer der Besten der Welt. Aber er ist eben eine Schalke-Legende und ich habe den auf Schalke extrem gemocht, habe mir damals sein Trikot geholt, finde ich einfach einen geilen Spieler. Und das gleiche kann man auch über unseren Mittelstürmer sagen, Klaas-Jan Hünteler. Wobei Hünteler, der hat auch bei AC Milan gespielt, bei Real Madrid und ich bin immer noch der Überzeugung, das ist einer der besten Strafraumstürmer der letzten 25 Jahre. Der hat einfach einen Torriecher gehabt, das war unglaublich. Und damit wir auch noch etwas Spaß haben im Team, am linken Flügel, ihr habt es erraten, Ronaldinho. Ein Idol meiner Kindheit. Also FIFA Street damals noch mit Ronaldinho zu zocken mit Freunden und einfach am Fußballplatz Ronaldinho-Tricks ausprobieren und daran jedes Mal kläglich scheitern. Der Typ hat einfach Bock gemacht und immer ein Lächeln auf den Lippen. Ronaldinho, einfach ein ultra geiler Spieler. Ich bin sehr froh, dass ich den noch damals erlebt habe in seiner Prime, denn das war... Simon Herz Anna fragt, welche drei Vereine würdest du auslöschen, wenn du das machen könntest? Also auslöschen ist vielleicht hier das falsche Wort. Sagen wir lieber, bei welchen Vereinen wäre ich nicht böse, wenn es sie einfach morgen nicht mehr geben würde. Zum einen natürlich ganz klar RB Leipzig. Beziehungsweise eigentlich alle Vereine, die irgendwas mit Red Bull zu tun haben. Wobei Leipzig dabei der mit Abstand schlimmste Verein ist. Denn Red Bull kommt zumindest aus Salzburg. Das kann ich noch etwas verkraften. Aber bei RB Leipzig, also come on, das ist ein reines Werbeprodukt. Und ansonsten, um noch zwei andere Vereine zu nennen, PSG und Newcastle. Eigentlich habe ich nichts gegen die Vereine. Und die haben auch Tradition und Geschichte und was weiß ich alles. Das Problem bei diesen beiden Vereinen sind einfach die Investoren, die dahinter stehen. Zum einen wirklich der Staat Katar und zum anderen der Staat Saudi-Arabien. Dass Staaten plötzlich Fußballclubs kontrollieren und kaufen können, das halte ich für extrem verwerflich und da stehe ich einfach nicht hinter. Da wird es mir aber ehrlich gesagt schon reichen, wenn einfach ein vernünftiger Besitzer den Verein kauft. Denn die Vereine an sich sind ja eigentlich Traditionsclubs. Nur eben nicht bei Leipzig. Die gibt's erst seit, keine Ahnung, 2009. Verena Güth fragt, was denkst du, zu wem Haaland nach der Saison wechselt? Ja, die Frage ist, wer kann sich Haaland überhaupt leisten? Klar, zum einen
Newcastle. Die Frage, will Haaland überhaupt zu Newcastle? Vermutlich nicht. Real Madrid vielleicht? Schwierig. Wenn die Mbappé holen, sogar fast unmöglich. Wie wär's mit den Bayern? Naja, das Problem ist, sowohl Gehalt als auch Ablösesumme werden die Bayern nicht zahlen können. Und selbst wenn sie es zahlen könnten, weiß ich nicht, ob sie das überhaupt machen würden. Im Endeffekt bleiben für mich drei realistische Optionen für Haaland. Chelsea, Man City und PSG. Ich persönlich glaube aber nicht, dass er nach Frankreich wechseln wird, sondern in die Premier League. Und dort zu Manchester City. Aber wie gesagt, das kann man glaube ich nicht vorhersagen. Es bleibt spannend, aber ich denke, er wechselt zu City. Heidrun Fritz fragt, wer ist deiner Meinung nach der underratedste Spieler im Moment? Feier deinen Content mega, mach weiter so. Vielen Dank, das freut mich sehr. Und nun zu deiner Frage. Welcher Spieler underrated ist, das ist immer so schwer zu sagen. Aber wie im ersten Q&A schon erwähnt, Cavani gehört sicher zu den Spielern, die von vielen underrated werden. Benzema, ein zweites Beispiel, auch in diesem Q&A schon genannt. Aber der bekommt mittlerweile endlich die Appreciation, die er verdient hat. Aber das hat auch lange gebraucht, bis er die bekommen hat. Und ansonsten würde ich aktuell sagen, einer der underratedsten Spieler, Donny van de Beek. Man hat diese Saison einfach noch gar nichts von dem gesehen, aber weil er einfach nicht spielt. Das müsst ihr euch mal vorstellen, der hat United, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber 40, 45 Millionen Euro gekostet, ist 24 Jahre alt und hat diese Saison 6 Minuten in der Premier League gespielt für United. 6 Minuten. Der Spieler ist viel zu gut für die Bank und könnte, glaube ich, sehr, sehr vielen Vereinen in Europa, vielleicht nicht den absoluten Top-Clubs, aber zumindest Vereinen ein Regal weiter drunter, also ich denke da zum Beispiel Dortmund oder Sevilla, denen könnte der auf jeden Fall sofort weiterhelfen. Und ich hoffe ganz ehrlich, dass Van de Beek auch diesen Winter wechselt, denn das wäre echt schade, so ein Talent auf der Bank versauern zu lassen. Chihan Karadak fragt, bei welchem Club denkst du, dass er in den nächsten Jahren den größten Fortschritt machen wird? Also auf lange Sicht gesehen, straight up Newcastle United. Die dümpeln gerade aktuell am Ende der Premier League-Tabelle herum, aber wenn da jetzt wirklich Kohle reingebuttert wird, dann wird das nicht mehr lange so sein. Klar, es wird ein paar Jährchen dauern, bis diese Räder wirklich ins Rollen kommen, aber wenn die dann mal ins Rollen kommen, dann kann man sich nur anschnallen, denn da ist wirklich fast unlimitiertes Kapital verfügbar, um Spieler zu holen. Und ich glaube, dass das Kapital bei Newcastle auch clever genutzt wird, nicht wie zum Beispiel bei der Hertha, sondern eher wie bei Manchester City. Darum glaube ich, dass Newcastle in den nächsten Jahren sicher gewaltige Fortschritte machen wird. Ansonsten traue ich es ehrlich gesagt auch Schalke zu, beziehungsweise hoffe ich es zumindest. Denn Schalke hat, auch wenn sie abgestiegen sind, immer noch eine hohe Strahlkraft. Es ist immer noch der fünftgrößte Club der Welt. Man hat eine tolle Tradition, man hat super Fans, ein schönes Stadion. Also da passt wirklich alles, das Umfeld, es passt alles. Und ich will jetzt auch nichts verschreien. Man darf jetzt nicht erwarten, dass Schalke in 2 Jahren wieder in der Bundesliga oben mitspielt. Und man sollte sich jetzt mal auf den Aufstieg konzentrieren. Aber sollte der Aufstieg gelingen, dann glaube ich schon, dass Schalke immer noch eine attraktive Adresse für viele Spieler ist und ja, zu altem Glanz zurückfinden kann. Aber wie gesagt, es ist noch ein langer Weg diese Saison und jetzt sollte man sich einfach nur auf den Aufstieg konzentrieren. Denn das ist schwer genug. Bei der nächsten Frage fasse ich wieder 2 Fragen in einem zusammen, da sie sich ja sehr stark ähneln. Zum einen fragt Robster, glaubst du Schalke kann in den nächsten Jahren noch was international reißen? Und Jamie fragt, glaubst du, Schalke holt in den nächsten 10 Jahren mal die Champions League? Also, wie in der vorigen Frage schon beantwortet, erstmal aufsteigen. Und dann ist die Frage, wie definiert man international was reißen? Es gibt ja mittlerweile nicht nur Champions League und Europa League, sondern auch die Conference League. Fangen wir einfach mit der Champions League an. Also, wird Schalke in den nächsten 10 Jahren die Champions League gewinnen? Oder irgendwas reißen? Nein. Schalke war 2011 im Champions League Halbfinale und das war schon Wahnsinn. Für einen Verein wie Schalke ist das trotzdem ein riesengroßer Erfolg. Aber man kann jetzt nicht erwarten, dass Schalke, die gerade abgestiegen sind und so knapp an der Insolvenz vorbeigeschrammt sind, in den nächsten 10 Jahren die
Champions League, also den Pokal für die beste Mannschaft Europas, gewinnen. Das ist schlichtweg unrealistisch. Und Spoiler, sie werden wahrscheinlich in den nächsten 5, 6, 7 oder auch 10 Jahren auch nicht in ein Champions League Halbfinale kommen. Für mich, ganz ehrlich, wird es schon reichen, oder es wäre schon ein riesengroßer Erfolg, wenn wir uns in den nächsten 10 Jahren mal wieder für die Champions League überhaupt qualifizieren. Jetzt heißt es einfach mal aufzusteigen und etwas kleinere Brötchen zu backen. Für die Europa League gilt eigentlich das Gleiche. Abgesehen davon, dass man sich ja dafür erstmal qualifizieren muss, was in der zweiten Liga nur über den Sieg im Pokal geht, und das ist dieses Jahr zum Beispiel schon nicht mehr möglich, dann sieht man, dass in der Europa League mittlerweile auch immer die gleichen Mannschaften oder sehr, sehr gute Mannschaften gewinnen. Wenn wir uns mal ansehen, wer die Europa League seit 2012 so gewonnen hat, dann sehen wir 4-mal Sevilla, 2-mal Atletico Madrid, 2-mal Chelsea, 1-mal Manchester United und 1-mal Villarreal. Das sind jetzt nicht irgendwelche kleinen Vereine und so ein Pokal, den man sich schnell mal abholt. Also das Niveau ist dort auch richtig stark. Aber Schalke hat zumindest 1997 die Europa League mal gewonnen. Also da haben wir schon den Titel, den brauchen wir gar nicht mehr. Was natürlich interessant wäre, wäre die UEFA Conference League. Die neu gegründete internationale dritte Liga sozusagen. In der Conference League, da muss ich sagen, da ist für einen Bundesligisten sicher einiges möglich, denn da spielen ja Mannschaften aus der österreichischen Liga, Mannschaften aus der rumänischen, aus der ungarischen Liga. Da geht man als Bundesligist schon irgendwie als Mitfavorit ins Rennen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass Schalke was reißen könnte. Das Problem ist aber auch hier, du musst zumindest Siebter in der Bundesliga werden, um dich für diese Conference League zu qualifizieren. Und ehrlich gesagt sehe ich das einfach nicht, dass Schalke in den nächsten 5 Jahren wieder zu den Top 7 der Bundesliga gehört. Wie gesagt, jetzt erstmal aufsteigen, da wäre ich schon froh, wenn wir das in den nächsten 1 oder 2 Jahren schaffen würden. So, und das war's mit den Fußballfragen. Wir kommen jetzt noch zu einigen persönlichen Fragen, damit ihr, wie gesagt, mich etwas besser kennenlernt. Die erste Frage kommt von Simon Geigel. Ich weiß, du bist ein Fußballkanal, aber Nadal oder Federer oder Djokovic? Naja, also ich bin auch ein Tenniskanal. Zumindest teilweise bei den Videos. Aber da ich ja lange selber leistungsmäßig Tennis gespielt habe und immer noch leidenschaftlich gern Tennis spiele, beantworte ich dir diese Frage natürlich. Und es gibt nur einen wahren Goat beim Tennis. Rafael Nadal. Nee, Spaß beiseite. Jeder von den dreien könnte einen Case für sich machen. Also Nadal, Djokovic, Federer. Jeder hat Punkte, die für ihn sprechen und Punkte, die gegen ihn sprechen. Beziehungsweise nicht gegen ihn, sondern eher für einen anderen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mag Novak Djokovic einfach nicht. Ich mag Federer, ich mag Nadal, aber Djokovic ist mir einfach nicht so wirklich sympathisch. Ich kann mich einfach am besten mit Rafael Nadal identifizieren. Dieser Fighting Spirit und das generelle Auftreten am Platz, damit kann ich mich einfach identifizieren und so würde ich mich auch am ehesten sehen, wenn ich selber aktiv Tennis spiele oder beziehungsweise Sport mache. Also, nicht von der Qualität her, da bin ich natürlich besser, das ist klar. Also ein Nadal wäre natürlich ein absoluter Jausengegner, würde man in Österreich sagen. Jo, nächste Frage. RB Leipzig TV, Mülltonnen TV fragt, was war dein bestes und dein schlechtestes Fach in der Schule? Naja, mein bestes Fach oder meine besten Fächer vielmehr waren Sport, Englisch und Deutsch und mein schlechtestes Fach war mit meilenweitem Abstand Latein. Also, das war wild. Da gibt's einige interessante Stories aus meiner Schulzeit zu Latein zu erzählen. Ich sag nur Stichwort Schularbeit und ein Freund hat mir, sagen wir es mal so, er hat mich ein bisschen unterstützt, aber das ging irgendwie ein bisschen in die Hose. Aber gut, das war ein Fehler aus der Jugend. Gehen wir weiter, vielleicht erzähle ich euch das ein anderes Mal. Aha fragt, wie war dein Notenschnitt beim Abitur? Das können wir kurz machen, mein Schnitt war 1,8. Und die letzte Frage für heute kommt von Fabian Plagemann, schöner Vorname Fabian. Der fragt, was ist das beste Holz, was du hast? Und Fabian, um dir diese Frage zu beantworten, gehen wir schnell nach draußen. Zum einen haben wir natürlich Holz für den Garten, aber natürlich auch Vollkonstruktionsholz, auch VKH genannt. Natürlich darf auch Dekoholz nicht fehlen. Last but not least, Brennholz. Und ja, damit sind wir durch für heute.
danke fürs Zusehen und vor allem danke dafür, dass ihr so fleißig Fragen gestellt habt. Und nicht vergessen, immer auf den Community-Tab achten, da wird einmal jede Woche oder alle zwei Wochen ein Post von mir kommen, wo ihr eure neuen Fragen stellen könnt. Ich wünsche euch jetzt noch einen traumhaften Tag und ich hoffe, man sieht sich im nächsten Video wieder. Also dann, bis bald, Ronaldo.